DIY für euch geben, denn ja, es weihnachtet sehr, so langsam kommt die Weihnachtsstimmung, der 1. Dezember, der naht, und ich habe einen Adventskalender gebastelt für meine Kinder. Es ist was sehr Persönliches, es ist was Individuelles sozusagen, was man nicht an jeder Ecke kaufen kann, und es ist etwas, was man jedes Jahr dann wieder aufstellen kann oder aufhängen kann, je nachdem. Ihr habt euch ein Video dazu gewünscht, nachdem ich euch ein Bild auf Instagram gepostet habe. Und deshalb mache ich heute dieses Video. Vielleicht dient es als kleine Inspiration für euch. Ich hatte letztes Jahr auch schon einige DIYs gemacht, die ihr dann sogar nachgemacht habt, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Also falls ihr das nachmacht, macht schöne Bilder auf Instagram, falls ihr Instagram habt, verlinkt mich und dann reposte ich die wieder auf meinem Account, damit alle anderen das auch sehen können. Denn jeder hat ja so seine Hand, jeder macht es dann nochmal individueller und anders mit den Materialien, die man dann eben zur Verfügung hat. Für diesen Adventskalender braucht ihr übrigens nicht allzu viel. Ihr könnt auch gerne die Sachen verwenden, die ihr schon zu Hause habt. Ihr müsst da nicht ultra viel Geld ausgeben. Es gibt verschiedene Varianten, die ich euch dann auch erklären und zeigen werde. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Video. Draußen ist schon dunkel. Ich habe auch schon ein bisschen Weihnachtsstimmung angemacht. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dem Video. Und natürlich hoffe ich, dass es was für euch ist, dass ihr das sogar nachmacht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich habe rote Abtönfarbe beim Obi gekauft und diese Griffe hatte ich noch zu Hause. Dann habe ich einfach nur die Rollen gekauft, die haben 1 Euro gekostet. Die Platte, die habe ich auch beim Obi gekauft, das ist eine Holzplatte, die hat, meine ich, 8 oder 10 Euro gekostet, einfach weil ich meine Wand nicht anmalen wollte. Das Anmalen an sich, ja, das hat uns großen Spaß gemacht hier mit dem Lissandro, das ist auch keine große Kunst. Und zu Rot muss ich sagen, naja, das passt halt gut zu Weihnachten. Wenn ihr natürlich eine andere Farbe bevorzugt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Vergesst nicht, euch eine Unterlage zurechtzumachen, damit ihr euren Boden nicht schmutzig macht. Und hier seht ihr die Bella, die hatte auch viel Spaß dabei. Hier packt der Lissandro jetzt die Tütchen aus, die ich beim Tchibo gekauft habe, wobei ich dazu sagen muss, dass dieses Geschenktütenset echt teuer war. Also da gibt es gute Alternativen. Bei Depot habe ich wunderschöne gesehen, bei Ikea gibt es welche und bei Amazon habe ich auch welche gesehen, die kosten da circa 3 Euro. Den Link kann ich euch gerne mal unten in die Infobox setzen. Ich hatte dann aber leider keine Zeit mehr, deshalb habe ich diese hier genommen. Der Lissandro hatte trotzdem viel Spaß, die Anhänger zu bekleben. Das macht er sehr ordentlich. Da hat er die Zahlen eben drauf gemacht, damit jedes Päckchen ja, seine Zahl hat sozusagen. Dann hatte ich Lust, mein Embossing-Set wieder rauszuholen. Ich habe da einige Sachen. Diesen Stempel hier habe ich allerdings reduziert, letztes Jahr bei Depot gekauft. Da kann man einige Schnäppchen Ende des Jahres machen. Und ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Embossing. Ich mache das sehr, sehr gerne. Das ist einfach sehr edel. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis von dem Nikolaus. Und eben Present for You. Dann habe ich noch meine restlichen Sachen, die ich immer so sammle, einfach mal rausgeholt und sortiert, damit wir einfach sehen, was zu Hause noch ist. Und damit ich nicht zusätzlich noch Dinge kaufen muss. Hier seht ihr schon, also ich sammle da immer fleißig und habe da auch einiges immer in meinen Kistchen. Jetzt zeige ich euch aber mal ganz kurz, wie ich das mit dem Embossing mache. Und zwar muss ich natürlich erstmal den Stempel mit schwarzer Farbe betupfen. Und dann mache ich mir den Stempel auf mein Tütchen, auf Karten. Könnt ihr das auch sehr, sehr schön machen. Habe ich schon einige gebastelt. Dann kommt das Pulver drauf. Ich habe hier goldenfarbenes, ich habe auch silberfarbenes und transparentes. Und dann muss man das über eine heiße Quelle sozusagen halten, damit es dann ja so schön wird, wie ihr das jetzt hier gerade sehen könnt. Schau mal, wenn ich das so mache. Über der? Ja, das passt so. Ja, das ist schön. Ja? Wenn das auf dem Boden ist. Das geht schwer halt. Ah, schön. Nee, man kann es nicht zeigen. Hier haben meine Kinder dann so Klebestifte gehabt mit Glitzer. Das fand ich sehr schön. Ich habe euch die Sequenz vorhin auch mal drinnen gelassen, damit ihr einfach mal live mit dabei seid, wenn wir basteln. Ich fand das sehr, sehr schön mit diesem Glitzerstift, mit dem silberfarbenen, weil dann der Nikolaus irgendwie so komplett ist. Man meint, es wäre ein Bart. Hier könnt ihr es sehen. Und der Lissandro hat hier eine kleine Konstruktion sich gemacht. Ich fand das so süß und das musste auf jeden Fall mit ins Video, weil er das ganz alleine so quasi gemacht hat, ohne meine Anleitung. Total goldig. Ich habe dann eine Girlande
an meine Holzplatte befestigt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diese hier, die rechte, viel schöner fand. Die ist von Ikea und die, die ich habe, ist vom dänischen Bettenlager, weil meine von Ikea zu kurz war und Ikea super weit von uns entfernt ist. Im Großen und Ganzen finde ich jetzt aber, dass es echt schön aussieht. Ich habe mir das jetzt an die Wand befestigt und habe an die Ecken auch noch so Schleifen gemacht mit kleinen Kugeln. Der Lissandro hilft mir gerade, die Tütchen an die Girlande zu befestigen. Da habe ich mich dann auch einfach mal immer ein bisschen weiter weggestellt und habe geschaut, wie es denn am schönsten aussieht. Das macht ihr einfach nach eurem Geschmack. Und falls ihr euch fragt, was in den Tütchen drinnen ist jeden Tag, ja, da freuen sich meine Kinder einfach über einen Kinderriegel oder über ein Überraschungsei, ein Schleichtierchen, was Kleines einfach. Und am Nikolaus bekommen sie dann etwas Größeres, vielleicht was von Lego Technik. Da schauen wir dann einfach nochmal. Er ist noch nicht ganz befüllt, ich gebe es zu, aber das ist auch nicht dramatisch. Und hier seht ihr jetzt unseren Adventskalender nochmal im Überblick. Und diese komplette Vorrichtung werde ich dann eben Ende des Advents wieder abnehmen und im Keller aufbewahren, damit wir im nächsten Jahr wieder einen schönen Adventskalender haben. Und hier seht ihr das Ganze nochmal mit Beleuchtung. So, meine Lieben, das war also unser Adventskalender. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich total freuen. Meinen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich verlinke euch auch nochmal sehr, sehr gerne meine letzten Videos, da könnt ihr mal reinschauen. Und vergesst nicht, falls ihr den Adventskalender nachmacht, der ja sehr individuell ist und vielleicht als kleine Inspiration für euch gedient hat, dann macht schöne Bilder auf Instagram, verlinkt mich und dann schaue ich sie mir auf jeden Fall an. So, und das war's von meinem Video. Ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! In meinem letzten Video verlose ich übrigens 24 Lippenstifte von L'Oreal. Falls ihr das noch nicht gesehen habt und noch nicht mitgemacht habt, ich verlinke es euch in der Infobox.